Er ist ja so noch Lehrer. Ne, warte, falsch. Das hier. Hier gibt's hier nichts von. Wieder mal auf Abenteuertour? Ich nein. Ich glaube, ich habe gerade das Männerklo gefunden. Das spielen. Dann ja, mal gucken, vielleicht passiert ja was. Also mit dem Trank im Klo ist, glaube ich, nur ein Easter Egg, oder? Kann das sein? Okay, dafür brauche ich einen Anspruch. Schade. Das war dieses Klo, oder? Was dann so hochgegangen ist? Nee, dann war das dieses hier. Das ist richtig widerlich, ne? Vermute mal, das jetzt dann von Herr Professor Figgs Unterrichtsraum. Professor Fig, als wäre meine begrenzten Stunden nicht schon ausreichend belastet, hat das Ministerium mich mit der recht unerfreulichen Aufgabe betraut, die Ankunft eines Neuzugangs in Hogwarts vorzubereiten in der 5. Klasse. Professor Weasley besteht darauf, dass sein Mentor sinnvoll wäre, um den Neuankömmlingen an das Leben hier zu gewöhnen, bevor das Schuljahr beginnt. Ich habe mich entschieden, diese Aufgabe Ihnen zu übertragen. Bitte melden Sie sich bei Professor Weasley für weitere Details. Professor Phineas Nicholas Black, Schulleiter. Ah, deswegen hat Professor Fig mich auch. Oder bist du den Kontakt zu mir aufgenommen? Er ist sogar hier. Ich kann nicht mit ihm reden. Seht das hier? Hier muss was rein. Da. Hi. Ja gut, ich vermute mal, es kommt sowieso dann erst später. Und wir gehen mal zum Unterricht. Ich versuche mich jetzt mal nicht mehr ablenken zu lassen. Professor Rebellion. Manchmal müssen wir ihn ans Stundenende erinnern. Manche von uns wollen sogar, dass er nicht zum Thema zurückkehrt. Oh. Lumos. Revelio. Auftrag. Ich habe mich nicht mehr ablenken lassen. Hier. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Dankeschön. Hallo, ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du den Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im 5. Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufezauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf.
Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Dann lernen wir jetzt mal Akio. Akio. Ah, nice. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onai mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Äußerst motivierter Lehrer. Halt auch nicht so auf. Aber gut. Ich finde es gerade ziemlich lange Wartezeiten haben. Ladebildschirm. Ladebildschirm ist immer so richtig so. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja! Bei ihm. Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Kurzum, verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Akio, stellen Sie es sich wie eine Partie. Ausgezeichnete Kontrolle. Konzentration. Akio. Sehr gut. Keine Sorge. Wunderbar. Das ist schlecht. Ich würde es gerne nochmal machen. Slytherin. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Punkte. Bleib fliegen, bleib fliegen, bleib fliegen. Ja. 50 Punkte. Oh mein Gott, war das knapp. Genau so wird das gemacht. Kann ich ihn bei Runde schubsen und sie kriegt weniger Punkte? Oh nein, hier nicht. Nicht. Nein. Jetzt nicht die Fassung verlieren. Sieh gut zu. Warte mal ab, Fräulein.
Den Rotterschubs habe ich gewonnen. Oh nein. Nein, ich will das nochmal machen. Nein. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Oha. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Na, dann wollen wir mal. Oh Mann, oh. Konzentration. Genau so wird das gemacht. Ausgezeichnete Kontrolle. Jetzt kann ich den echt nicht irgendwie runterschubsen oder so. Nee. Doch. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Nein. Hat voll schlecht gemacht. Was hätte ich gewinnen müssen? Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Vielen Dank, aber ich werde mich schon behaupten. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Zauber ohne Zauberstab sind bestimmt wesentlich schwächer als die mit einem Zauberstab. Nein, ganz und gar nicht. Ohne Zauberstäbe gewirkte Magie ist genauso mächtig. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Ist nein. Gott sei Dank, hatte ich schon gehabt. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal.
Natürlich kannst du Accio auf Menschen anwenden, wenn du magst. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss Onei ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Das stimmt, Professor. Es war eine spannende Partie. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Ja, alles klar. Level 5. Hallo, du bist der Neuzugang, nicht wahr? Hallo, du wolltest mich sprechen? Samantha Dale. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Die ganze Schule spricht schon von dir. Lief der erste Tag gut? Du scheinst in Zauberkunst gut mitgekommen zu sein. Danke, aber es war wirklich nicht sehr anspruchsvoll. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Aber er überschätzt sich auch ziemlich oft. Ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Für mich scheinen Professor Ronans Stunden etwas schwieriger zu sein. Tut leid. Das tut mir leid. Accio. Sei bitte ehrlich. Und dann schlossen sich die Werwölfe den Kobolden beim Aufstand. Werwölfe, wart ihr dabei? Beim Koboldaufstand von 1750 und 2? Und am Ende war dann Albert Zut der Zaubereiminister. Das stimmt nicht. Ah, wie lustig. Ich bleib noch ein Quent. Ein Hoch auf den Jungen, der dich lügt. Ich sage die Wahrheit, Peeves. Es war Albert Boot. Das stimmt nicht. Es war Basil Fleck. Ein Kampf. Wie lustig und keck. War der Minister ein Boot oder ein Fleck? Lass das, Peeves. Wir kriegen sonst Ärger. Du kriegst Ärger, aber Peeves putzt du nicht weg. Sie nennt's Boot, er nennt's Fleck. Peeves, es reicht. Wegen dir müssen wir noch nachsitzen. Und ihr liegt sowieso beide falsch. Es war Hephaestus Gore. Boot und Fleck, ihr seid beide weg. Ihr alle habt Ärger mit Professor. Die Protos fährt hier. Das ist ein Rätsel, ne? Bin mal gespannt, ich mach das noch nicht jetzt. Ich guck uns mal noch an. Ich dachte, Professor Black wäre alle muggelstämmigen Schüler losgeworden. War wohl zu viel verlangt. Gut, aber jetzt haben wir eine neue Hauptaufgabe, glaube ich, oder? Bin ich jetzt hier schon wieder? Oh, nice. Bin ich jetzt schon gelandet? Revelio. Wo ist das? Bandteppich von Barnabas, der Bekloppte. Dieser Bandteppich stellt den törichten Versuch des Zauberers, der Bekloppte, dar. Rolle für das Ballett auszubilden. Stelle sich nur die Auswirkungen auf die Kunst vor, wenn er Erfolg gehabt hätte. Geht's schon wieder hoch? Ah, ist von dem Mythum. Meine liebe Setje Verti. Du wirst dich freuen zu hören, dass ich von meinen Kontakten in Cambridge erfahren habe, dass sie sich in ihrem Verständnis der Meteoritenschauer geirrt haben. Es scheint, dass ein irischer und ein britischer Astronom beide auf der Arbeit einen italienischen Astronomen aufgebaut haben. Alles Muggel, wohlgemerkt. Soweit ich weiß, um vorschlagen, die Position des Staubs auf der Erdumlaufbahn zu berechnen, um eine Verbindung herzustellen. Genial, wirklich. Man kann sich kaum vorstellen, was sie mit einem verzauberten Teleskop anstellen könnten. Frustrierenderweise hatte ich in einem meiner Korrespondenzen das Gefühl, dass ich weiterhin als Pseudonym aus meiner Zeit als Gentleman-Gelehrter dafür bin. Auch wenn ich es immer noch spannend finde, eine
geheime Identität zu haben, ärgert mich darunter für. Ich freue mich so sehr auf unsere Reisen nach Tantamanta. Später in diesem Jahr. Das ist ein echtes Abenteuer. Ich vermisse dich, liebe Chris, und hoffe, es geht dir gut. In Liebe, Suchita. Eine Lehre zu sein. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie. Also umständlich ist auch nicht, man läuft einfach ein bisschen. Ich traue keinem der Jungen. Für eine Venemosa Tentakel auf dem Kopf. Revelio. Oh, warte mal, das ist eine Kiste. Oh, hier. Lumos. Sonomie? Sonomie-Ding? Nebenaufträge. Ich hab doch jetzt gerade einen gefunden. Ausgang. Das ist ein Unterrichtsraum, oder? Das ist ja unten, warte mal. Ich habe meine Mutter Eulen. Hier der Raum, der unter. Nee. Ich glaube, der ist zu niedrig, ne? Ja, glaube ich. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Kein offenes Fenster. Also muss ich mal weiter oben gucken. Hätte ich mal gleich machen sollen. Und Tränke brauchen wir sie auch bald mal. Das sind ja tolle, ordentliche als Mädchen. Ja. Revelio. Hier. Hier ist es. Da hätten wir aber noch keinen Zauberstab. Astronomie-Teleskop. Dieses Teleskop ist das hochwertigste Instrument zur Sternbeobachtung seiner Art und perfekt für die Betrachtung des Mondes, der Sterne und alle anderen Dinge am Nachthimmel. Okay, aber ich habe ja trotzdem noch nicht die Möglichkeit, da jetzt ranzukommen, oder? Nee. Ich habe dafür noch keinen Zauberspruch anscheinend. Und hier runter komme ich auch nicht. Dann würde ich mal sagen, was ist die nächste Aufgabe? Karte. Oder war das Herausforderung, ne? Hier. Aufträge. Hier, Aufträge, da. Triff Professor Weasley. Und noch Hogsmeade, ne? Ich laufe, ich brauche kein Flohpulver. Unterrichtsraum für Verwandlung, da war ich vorhin auch schon mal. Ich erinnere mich. Gott, wie hoch war ich denn jetzt, ey, krass. Wie lange ich von gelaufen bin. Boah.
Ich habe es nicht gedacht, so weit zu sein, ne? War so weit gewählt, gelaufen zu sein. Also, und vor allem so hoch. So, hier. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah, da sind Sie. Ich hoffe, Ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig brachte Ihnen vor Ihrer Ankunft offenbar einiges bei. Ich vermute, dass mehr hinter Ihren Reisen steckt, als Sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Aber nein, Professor. Aha, als wollte man einem Spoiler ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen Sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich Ihre Professoren gebeten, Ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit Sie schneller vorankommen. Ich bin wirklich nicht sicher, ob ich Zeit dafür habe, Professor. Die finden Sie schon. Sie werden sicher verblüfft sein, wie viel Sie noch lernen können. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. Aber dann würde ich mal sagen, ich bin bereit. Von mir aus kann's losgehen. Sehr schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Ich nehme Sebastian mit. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Er sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg. Wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. Butterbier! Dann wollen wir mal. Ja, ich habe da das gefunden. Ich hab ihn ja gefunden. Ich guck nochmal, ob ich da noch mal was kriegen kann. Ich dachte, das muss irgendwie gehen, ey.